DJ Ötzi sorgte am 16. Mai 2005 in Abensberg für Stimmung, bevor um 14 Uhr das Speedway-Rennen um die Junioren-Team-Weltmeisterschaft begann. Um 14 Uhr Einmarsch der Nationen. An der Spitze England mit Danny King, Edward Kennett, Chris Schramm, Richie Hall und Tommy Allen. Peter Oakes aus Coventry war Mannschaftsbetreuer. Dann kamen die Schweden mit Antonio Lindbeck, dem ersten Schwarzen im Speedway-Zirkus, Sebastian Alden, Frederik Lindgren, Jonas Davidsson und Erik Andersen. Ungarn und Slowenien bildeten zusammen eine Mannschaft mit Matic Foldry, Max Gregoritsch, Mate Cegedi und Roland Kovac. Dabei auch noch Josef Tabaka. Und hier das deutsche Team mit Matze Schulz, Tobi Kroner, Thomas Stange, Kapitän Martin Smolinski und Christian Hefenbrock. Betreuer war Hans Stange. Der erste Lauf des Tages verlief genau nach dem Geschmack des Publikums. Martin Smolinski übernahm gleich vor dem Engländer Richie Hall die Führung. Die deutsche Mannschaft trat an diesem Tag mit blauen Helmüberzügen an. Harter Kampf hier um Platz 2 zwischen dem Engländer Richie Hall und dem Schweden Sebastian Alden. Martin Smolinski immer noch in Führung. Und so blieb es bis ins Ziel. Der erste Sieg gefahren von Martin Smolinski. Platz 2 Sebastian Alden Schweden, Platz 3 Richie Hall England und Vierter wurde Roland Kovac aus Slowenien. Und da gab es natürlich mächtig Applaus von den Zuschauern. Matze Schulz, hier startend von der Außenbahn, konnte wie Martin Smolinski seinen ersten Lauf gewinnen. Doch im Lauf 14 hatte er Pech. Der Schwede Fredrik Lindgren führte das Rennen an. Schulz versuchte alles, um ihn zu überholen. Doch er stürzte, blieb aber zum Glück unverletzt. Lauf abgebrochen, Lauf ist abgebrochen. Oh, 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 ein Sturz von Martin. Jawohl, Gott sei Dank. Aber da ist nicht nur die Ecke dran, auch von hier herüber. Riesenapplaus für Matthias Schulz hier in diesem Lauf. Guck mal, ich bin auf unserer Lichtampel, das blaue Licht leuchtet für den Wiederholungslauf.
Die Schweden waren an diesem Tag die besseren Starter. Was man von unserem Smolly nicht sagen konnte, als er im 16. Lauf neben Lindbeck am Start stand und einen sauberen Frühstart hinlegte und dafür 0 Punkte kassierte. Ja, da war er ein bisschen sauer, denn den Lindbeck, den wollte er unbedingt schlagen an diesem Tag. Zum Abschluss des Renntages brachte der Martin Smolinski die Zuschauer noch einmal in Ekstase. Die Bilder sprechen für sich, denn da ist jeder Kommentar überflüssig. Es gab noch einmal einen riesen Applaus für diesen tollen Lauf von Martin Smolinski. Klasse gemacht. Und im Fahrerlager erklärte dann der Martin den Thomas Stange, nachdem sein Mechaniker die Weste sauber gemacht hatte, wie das so war im letzten Lauf. Wie das ging und wie das Bike hochstieg. Genau so war's. Geil war's. Siegerehrung. Die Schweden gewannen vor Deutschland und England. Und die Abensberger Turnmädels, die überreichten den Sekt. Und jetzt war er fällig, die Startnummer 13. Er konnte ruhig spritzen, der Antonio Lindbeck. Aber jetzt war er fällig, wenn schon nicht im Rennen besiegt. Die Sektdusche, die musste er aushalten. Eine endlose Sektbrause war das hier nach der Siegerehrung. Nach dem Rennen obligatorisch Autogrammstunde mit Martin Smolinski. Über eine Stunde hielten die Fans ihn im Innenraum fest.